Was macht ihr hier? Ich bin unterwegs zum Dizzyfinger. Ich soll mal was vortragen. Also, willkommen am Maltisch zum Mittwoch. Heute haben wir den 25. März 2015 und der Dizzyfinger, der bemalt heute für euch den Skull Reaper How to Paint. Und dann macht er ein Spiel mit mir. Das ist zumindest das Geplante. Und dann gibt es ein bisschen Gebabbel über Endtimes. Das war jetzt so die grobe Zusammenfassung. Und jetzt muss ich da lang. Ihr macht's gut und ich mach weiter. Tschüss. Wie Balduin es gerade vortrefflich erwähnt hat, willkommen beim Maltisch am Mittwoch. Und wir starten heute mal direkt in der Vitrine bei meiner verkleinerten Chaos-Horde-Truppe. Also es ist nicht meine ganze Armee. Ihr seht, es ist reduziert worden. Ich baue gerade alles um, neu auf und schaffe neu an, plane neu. Aber warum ich eigentlich hier in der Vitrine stehe, es wurde gefragt, was ich denn mal für Gelände auch alles hätte. Ich meine, in Spielberichten sieht man das immer wieder. Man sieht das auch immer mal wieder, wenn ich die Vitrinen zeige. Aber ich dachte mir, fängst du das Video heute mal an, indem du dein Gelände zeigst, was aktuell alles vorhanden ist. Und wir starten in dieser Vitrine einfach tiefer. Dort, wo auch das Imperium steht. Diese Mauersektionen hier, kennt ihr, die sind vom GW. Die habe ich jetzt ganz frisch eigentlich fertig gemacht. Davon habe ich aktuell 4 Stück. 2 lange, 2 kurze. Drüben im Arbeitszimmer liegen, glaube ich, auch noch 2 lange und 2 kurze. Die werde ich jetzt auch noch die Tage mal fertig machen. Dann habe ich hier diese Ruine, die man schon oft gesehen hat, auf der der Tain steht. Das ist ja aus irgendeinem Warhammer 40.000 Basisset von Anno Tuk. Die habe ich halt so ein bisschen als Kapelle gemacht, dass sie auch so ein bisschen düsterer wirkt, wie unterirdisch. Also war vorher gedacht für die Skaven als Geländestück extra, aber für die Zwerge passt es, glaube ich, auch ganz gut. Das Haus hier hinten, habt ihr auch bestimmt schon mal gesehen, von was war es? Warlord Games, glaube ich. Ein Ruined Farmhouse, da wart ihr quasi auch teilweise live dabei. Das habe ich hier als schwere Deckung, passierbar für Einzelmodelle, nicht für Regimenter. Dann habe ich hier unten bei den Bretonen und dem Elfenkonvolut habe ich diese beiden Farmhäuser stehen oder Bauernhäuser. Das eine einstöckig, das andere zweistöckig. Beide mit Fachwerk, mit Steel Legion Drap als Putz. Steine unten und einem blauen Dach. Passend auch zu den anderen Imperiums-Sachen. Dann habe ich hier ganz, ganz aktuell, ganz neu am Wochenende fertig gemacht. Flusssektionen. Hier, das sind gewinkelte. Die gehen dann nach da hinten ab. Dann habe ich hier eine Furt, in die ich auch noch hinten ein Skelett reinmodelliert habe. Haben wir ein gerades Stück. Haben wir im Prinzip noch ein gerades Stück. Zwar ein anderes als das eben, aber auch ein gerades. Und nochmal die, dieses winkelige Stück, was ganz vorne dran war, nochmal ein zweites Mal. Das Ganze natürlich mit Kunstwasser unten, der, sagen wir, Bodensatz, also das Flussbett, ist mit Athonian Camo Shade ganz dunkelgrün gemacht worden und das macht schon optisch was her. Muss ich kurz mal Werbung machen, habe ich über eBay erstanden. Die Elemente plus das Wasser, also einmal Produkt Wassergel, hat mich 31 Euro gekostet. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Elemente. Die kann man sich auch schon bemalt und fertig gemacht kaufen. Kosten dann aber mehr als das Doppelte. Und die sehen ganz gut aus. Wie sie sich im Spiel machen, weiß ich noch nicht. Weil sie sind ja relativ hoch. Wenn ich da mal so meinen Daumen gegenhalte, als Vergleich, sie sind schon was hoch. Also sind jetzt nicht so flach wie zum Beispiel die der Balduin gemacht hat. Aber ich hatte jetzt auch den Vorteil, ich konnte ein bisschen mehr Wasser einfüllen, also dieses Wassergel tatsächlich einfüllen.
und das sieht gar nicht so blöd aus. So, nächste Vitrine. Er ist ja hier. Bei dem Camry steht Gelände drin. Den Wald habt ihr oft schon gesehen. Von diesem Wald möchte ich mir jetzt eigentlich auch noch gerne einen zweiten anschaffen, aber das werde ich vor der Discord wahrscheinlich alles nicht mehr schaffen. Ich habe hier diese beiden Teile von Maurs Garten. Ihr habt auch schon gesehen. Die anderen drei stehen schon grundiert drüben. Dann habe ich das erste Mal dieses Set Maurs Garten fertig. Bis auf zwei, drei Mauersegmente, weil die brauche ich, glaube ich, dann nicht unbedingt. Und das werde ich jetzt auch noch die nächsten Tage fertig machen. Dann haben wir unten den klassischen Wachturm. Den kennt ihr ja. Der hat auch schon an vielen Spielen teilgenommen. King of the Hill oder was auch immer. Plus das separate Häuschen hier oben drauf, was gut als Zollhäuschen genutzt werden kann. So, was habe ich noch an Gelände? Ja, das war es eigentlich, zumindest was fertig ist. Was ich noch an Gelände habe, sind einige Sachen, die mir der Silent hat gegeben. Ich habe noch, wie gesagt, ein zweites Mal den Maurs Garten komplett hier rumliegen. Und zum Ende der Woche wird wahrscheinlich im Games Workshop Dortmund eine Lieferung für mich liegen. Denn ich habe mir eine Festung vorbestellt. Plus zwei zusätzliche Mauersegmente. Sodass dann hinterher auch ich mal Belagerung spielen könnte. Theoretisch. Aber die sind halt noch nicht da. Keine Ahnung, ob ich die fertig kriege oder ob ich überhaupt fertig machen möchte. Das Gelände, was bis jetzt fertig ist, habt ihr gesehen. Der Rest ist 40.000, passt überhaupt nicht zu Fantasy. Der ist auch jetzt erstmal nicht wichtig. Und mit dem Bild von diesem Vampir verabschiede ich mich erstmal und gebe rüber zum Maltisch. Denn dort machen wir How to Paint Skull Reaper. Also, bis gleich. Willkommen beim How to Paint a Skull Reaper. Im letzten Video haben wir diesen Skull Reaper Champion ja so weit bemalt, dass alles gebasecoat ist oder gebasecoated und überall ein Agrax Earth Shade drauf ist. Nun geht es darum, dieses Modell zu highlighten, damit der irgendwann so aussehen kann und dem Blutgott gut dienen kann. Wie ihr seht, es ist noch ein ziemlicher Unterschied, aber der wird sich sehr schnell in Wohlgefallen auflösen. Also, der erste Schritt ist erstmal die Rüstung ein wenig zu highlighten. Das werde ich live machen. Die Schritte danach erklären, durchführen, zeigen, erklären und so weiter. Der erste Schritt mit der Rüstung heißt schwarze Rüstelemente in dem Falle. Wird sein, dass ich Dawnstone nehme und ein wenig bürsten werde. So, Bürsten, wisst ihr ja, wie es funktioniert, brauche ich, glaube ich, nicht groß erklären. Ich stelle mir die Lampe nochmal richtig. So, jetzt haben wir nämlich zum Beispiel hier unten am Fuß ein paar Kanten. Kann man erstmal drüber bürsten. So, dann hat der gute Mann hinten ein paar Kanten, da muss ich malen. Aber hier ist ein Gesicht in die Rüstung eingeprägt. Da kann man auch zum Beispiel schon mal ein bisschen bürsten. So, hier hinten diese Kanten an den Füßen können gebürstet werden. Und die Kante hier an der Rüstung eigentlich auch. Aber wer nicht bürsten will, der schichtet einfach. Und das machen wir mit einem Fine Detail Brush. Nehme ich mir, nehme ein wenig Dawnstone auf den Pinsel und male einfach hier an der Kante ein wenig nach. Ob ihr mit Palette malt oder nicht, ist euch überlassen. Ich mache es nicht. Vielleicht mache ich es irgendwann mal, ich weiß es nicht. Ich soll ja niemals nie sagen, aber im Moment male ich es nicht mit Palette. Hier oben ist so eine kleine Macke in der Rüstung. Da werde ich die untere Kante jetzt auch einmal highlighten.
dann gucke ich mir den von vorne an, sehe, dass da nicht wirklich Stellen sind, die noch was an Highlights brauchen, an der Brust- und Beinpanzerung. Aber hier unten die Füße können noch einen Hauch mehr gebrauchen. Also ziehe ich da noch einige Linien nach. Das Highlight jeweils zu verstärken. Hier hinten an dem Rückenpanzer ist das ähnlich wie an der Schulterpanzerung. Es werden grob die Kanten nachgezogen. Wie intensiv ihr das macht, sei euch überlassen. Wenn ihr sagt, oh nee, das ist mir zu krass, dann nehmt dann einen Grau dunkler, Skaven Blight Dinge zum Beispiel. Wenn er sagt, ich möchte noch krassere Edge Highlights haben, dann nehmt dann statt Dawnstone Administratum Grey. Und ihr könnt sogar diese Edge Highlights so weit ziehen, dass ihr sogar über das Dawnstone an einigen Stellen noch mit Administratum Grey zusätzliche Highlights auf die Kanten setzt. Aber da würde, glaube ich, der Fokus für meine Zwecke zu sehr auf die Rüstung wandern. Und das wollen wir nicht. So. Im Prinzip ist die Rüstung jetzt fertig. Und wir können uns mit dem Element befassen, was jetzt am nächsten dran ist, nämlich die Haut. Die Haut muss ich jetzt machen, weil ich zum Beispiel hier in diese Vertiefung rein muss. Und nicht erst das Gold bemalen möchte, da rein und dann hinterpatschen möchte. Also mache ich jetzt die Haut an dem Körper. Allerdings auch diese mutierte Haut an den Waffen. Ich fange mal am Oberarm an, euch das zeigen. Ich nehme mir wieder Bugman's Glow, was ich auch vorher genommen habe. Und dann schichte ich ein wenig Farbe hier auf die Muskeln. Ihr seht, dass die geschädete Farbe darunter immer noch durchscheint. Also es sieht so ein bisschen dreckig aus. Zudem, dass es noch feucht ist, sieht es auch noch dreckig aus. Was aber gar nicht schlimm ist, denn da gibt es danach noch eine Schicht mehr drauf. Lasse ich hier diese tiefen Schatten, den lasse ich frei und male so Stück für Stück die erhobenen Elemente oder erhabenen Elemente der Muskulatur nach. Wenn ich damit einmal durch bin, fange ich wieder beim Anfang an, also zum Beispiel hier bei der Schulter, und gehe nochmal eine Schicht drauf. Also besser ein paar dünnere Schichten zum Layern als eine zu dicke, damit es hinterher nicht blöd aussieht. Wenn das fertig ist und die ganze Haut mit Bugman's Glow erstmal gehighlightet ist, zeige ich euch das Ergebnis und wir machen weiter. Die Haut ist mit Bugman's Glow bemalt. Man sieht schon, wie es langsam alles heller wird. Aber das reicht mir noch nicht. Nein! Ich nehme mir als nächstes Cardian Flashstone. Also gut geschüttelt, Pinsel leicht angefeuchtet und auch hier werde ich genauso wie eben mit Bugman's Glow anfangen zu layern. Und ich lasse ein wenig an den Rändern vom Bugman's Glow durchscheinen und nutze auch einige Kanten, die am Modell sind, um eine zusätzliche Muskelkante zu erzeugen, zum Beispiel die hier gerade, die ich eben mit dem Bugman's Glow übermalt hatte. Gehe ich auch wieder hier in diese Rille rein zwischen ikonischer Narbe und Brustpanzer. Gehe hier oben zum Beispiel über die Narbe
Hier ebenfalls. Und auch hier wieder zusätzliche Layer. Schaffen zusätzliche Farbdichte. Und sorgen für ein gutes Endresultat. Auch das mache ich wieder auf der kompletten Haut und den Waffen und zeige euch das fertige Ergebnis. Die Schicht Cadian Fleshtone ist auch aufgetragen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber die Waffen sehen so ähnlich aus wie die Haut, die er selbst hat. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Denn als nächstes nehme ich auch nochmal Kislev Flesh und wiederhole das komplette Prozedere erneut. Hier nehme ich aber immer noch was von dem Cadian Fleshtone durchscheinen lasse. Pinsel angefeuchtet, Farbe drauf. Und los geht's. Also selbes Prozedere wie zuvor mit den Farben, nur in diesem Falle mit Kislev Flesh. Wenn das fertig ist, muss ich niesen. Nein, Entschuldigung. Wenn das fertig ist, zeige ich euch das Ergebnis und dann kommen wir auch direkt zum nächsten Schritt. Die Haut mit Kislev Flesh ist nun fertig. Now the magic happens. Und zwar brauche ich drei Shades. Raglan Flesh Shade, Karoberg Crimson und Druchy Violet. Ich nehme mir erstmal Raglan Flesh Shade. Damit gehe ich ganz leicht in die Vertiefungen der Haut. So diese Schatten ein wenig natürlicher wirken zu lassen, da die Übergänge jetzt leicht geblendet werden, also ineinander verschwimmen und hübscher aussehen. Das kann ich überall machen, wo noch Cadian Fleshtone zu sehen ist. Ach, wo Cadian, Quatsch. Wo auch Buckman's Glow noch zu sehen ist. So. Jetzt zum Beispiel von oben seht ihr jetzt relativ schlecht aufgrund des Helms und des ganzen Schattens. Haben wir hier diese Muskelstränge. Die Hand. So. Das war das mit der Haut. Dann nehme ich mir jetzt Karoberg Crimson und bearbeite damit einige Stellen an den Waffen. Damit schaffe ich nämlich jetzt Kontraste zur Haut. Gebe dem Ganzen so ein bisschen was Dämonisches. Mit dem Karoberg Crimson gehe ich aber auch um die dämonischen Stellen am Metall. Das heißt, ich ziehe hier vorsichtig mal ein paar Vertiefungen nach. Gerade auch hier so an den Augen. Hier vorne und vorne am Achsblatt um die Mutation drumherum. So. Dasselbe kann ich auch am Schwert machen. Da sind jetzt nicht so viele von diesen Vertiefungen. Dafür habe ich mehr Fläche vom Schwert drumherum.
Und die andere Seite auch noch. Und auch hier, wie immer mit Shade, wenn es poolt und es zu viel ist an der Stelle, einfach solange es noch feucht ist, wegnehmen. Und alles ist gut. So. Nachdem ich das mit Karabog Crimson gemacht habe, nehme ich mir Drukhai Violet und ergänze am dämonischen Fleisch an manchen Stellen auch noch diesen violetten Farbton. Mit dem Violetten gehe ich jetzt allerdings nicht auf das Waffenmetall über. Sondern wirklich nur die Mutation. Und da das Ganze nur minimal ist, kann ich im Prinzip jetzt auch schon wieder mit Kistler Flash arbeiten. Denn an manchen Stellen habe ich natürlich jetzt durch den Shade etwas unförmige Linien. Und die kann ich jetzt vorsichtig mit Kistler Flash wieder rausziehen. Gerade die markanten Stellen, wie hier zum Beispiel diese mutierten Augenbrauen, ein Stück von der Nase oder diese Fleischstücke, die so zu diesem Kiefer sich bilden. Wir können auch noch den ein oder anderen Farbklecks wieder vertragen. Anderen Seite genauso. Ich hoffe, ihr seht genug. Ich schaue nämlich gerade an der Kamera vorbei und ich bleibe hier auch immer gut im Display, also im Fokus. So, und hier bei dem Schwert ist es eigentlich mehr so in der Mitte ein bisschen und hier oben an diesem, nennen wir es mal Zahnfleisch, gerade die erhabenen Stellen, wieder ein bisschen mehr mit Kistler Flash zu bemalen. Die Unterseite braucht nicht ganz so viel davon, da sie ja auch ein bisschen mehr im Schatten liegt. Kann das allgemeine Bild dieser Seite auch etwas dunkler sein. So, dann haben wir jetzt auch die dämonischen Waffen fertig. Wem die natürlich zu sehr an die Hautfarbe ähneln, der kann auch über Slanish Green und wie die. Ach, Slanish Green. Slanish Grey oder Demonet Hide auch über Grautöne da arbeiten. Aber ich denke, um nicht zu viele Farben zu nutzen, sieht das ganz cool aus. Nächste Farbe. Einfache Sache. Glaube ich. Ja. Die Bandels am Arm. Und an dem
Beinen. Ups. Noch einmal mit dem Triad Bark bemalt. Hier habe ich phasenweise ein bisschen übergemalt. Deshalb einmal nochmal nachziehen. Die Linien. Und das würde mir sogar fast schon reichen. Hier hinten an der Rüstung sind auch noch welche. Bei dem Modell, also kann ich die auch noch einmal kurz nachmalen. Wem das nicht reicht, der arbeitet sich ein wenig über Mornfang Brown hoch. Das geht natürlich genauso gut. So, jetzt der Lendenschurz. Warum? Weil er da unten so versteckt ist und ich hinterher schlecht drankomme. Ich habe ihn zuerst mit Karakstone bemalt, jetzt nehme ich mir aber Steel Legion Drap. Hoppala. So. Male damit leicht die erhöhten Stellen nach. Bis zu dem Punkt, wo dann der Shade auf dem Karakstone die Farbe so abgedunkelt hat, dass sie dunkler wirkt als das die Legion Drap. So, warum mache ich das? Weil ich einen Unterschied haben möchte zwischen Stoff und Knochen. Und ich das beim Testmodell ausprobiert habe und das ganz gut aussah. So, ich gucke von hinten nochmal. Ja, da sieht man auch so ein ganz bisschen Stoff noch hier durch. Da natürlich dann auch ein bisschen Steel Legion Drap drauf. Dann haben wir das mit dem Steel Legion Drap auch. Im Prinzip sind jetzt auch viele kleine Zwischenschritte. Die kann ich auch live eben alle zeigen. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Jetzt nehme ich nur Rakath Flash und highlighte die just in Steely Drap normalen Stofffetzen. Und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel an die goldenen Elemente kommt, wie ich hier gerade oben dran gekommen bin, ist das überhaupt nicht schlimm, weil das Gold ja auch noch gar nicht gehighlightet ist. Noch ein bisschen. Obwohl, er hat halt nicht ganz so viel Stoff da unten zu sehen. Aber da ist eine Linie, die würde ich gerne nachziehen. Ich versuch's mal. Ja, Treffer. Und wie gesagt, hier hinten sieht man auch ein bisschen was davon. Auch da kommt ein ganz bisschen Rakath Flash drauf. Wunderbar. Hat geklappt. Fertig. Jetzt kümmere ich mich mal um die Bändels, mit denen die Waffen umwickelt wurden. Also die Griffe zum Beispiel. Und an dieser Trophäenstange, die hinten dran ist, die ich eigentlich nicht ganz so mag, aber genutzt haben, um den Champion zu kennzeichnen. Da ist so ein kleiner Fellbuschel dran. Das war ja in Doomwool Brown bemalt. Und wird auch mit Doomwool Brown zuerst gehighlightet. Das Gute ist, das sind alles sehr, sehr kleine Arbeitsschritte, die nach ein bisschen Übung auch ganz gut von der Hand gehen. Ich merke gerade, dass ich anfange zu zittern. Das heißt, ich muss gleich mal wieder eine Farbe nutzen, wo ich sage, was ich mache,
um das dann zu malen und zwischendurch eine kleine Pause zu machen. Noch mal ein bisschen was zu trinken. Aber das mit dem Gebändel möchte ich erst noch fertig haben. So, hier hinten ist wieder dieser kleine, ja, was ist das, Haarzopf, nennen wir es mal, dran. Der wird auch einmal in Dumble Brown gehighlightet. So. Dann das Ganze einmal von hier vorne. So. Zack, fertig. Und das nächste Highlight für diese Stellen ist in meinem Fall Tusk Gore Fur. Tamtam, da haben wir es. Ich beginne wieder am Griff des Schwerts, aber jetzt auch nur da, wo tatsächlich Licht hinkommen würde. So eine leichte Reflexion auf diesem Leder zu erzeugen. Und auch an der Axt suche ich mir ungefähr eine Stelle, wo es Reflexion gäbe. Und auf der Gegenseite, also außen, gibt es noch eine zweite Stelle, wo es ein wenig reflektiert. Und der Haarbüschel hier hinten bekommt auch ein wenig Farbe ab. Natürlich weniger als eben. Wie ich den Büschel selbst mache, ich gehe sehr flach zu der Struktur. Also es ähnelt schon fast dem Bürsten. Da ich nämlich, wenn ich so von oben male, nicht so sehr die Kontrolle habe, wo die Farbe hinkommt. Gerade bei kleinen Details. So, da haben wir den Fellbüschel von der Seite. Oben. Was zusammengeknotet ist. Und von der Seite hier kommt natürlich sehr viel Licht drauf. Also kommt da auch sehr viel Tusk Gore Fur drauf. Zack, fertig. Da er relativ hinter dem Helm versteckt ist, lassen wir es dabei. Und jetzt komme ich zu einem Schritt, der uns wieder zu etwas aufwendigerem, nicht so aufwendig, aber aufwendigerem bringt, nämlich dem Helm. Bei dem Modell ist nur der Helm rot, bei anderen auch einige Rüstungselemente, aber der Helm ist es hier repräsentativ. Cornred war es. Cornred wird es sein. Ich nehme mir Cornred, male hier die Hasenohren aus, hier ein wenig über den Schädel und auch über die Rückseite, so dass man noch was von dem dunklen Cornred sieht. Und wenn das fertig ist, zeige ich euch, wie es aussieht. Cornred ist auf die Rüstelemente aufgetragen. Als nächstes nehme ich mir ein wenig Mephiston Red, um hier über den Augen ein wenig die Rundung dieses schädelgeformten Helms zu herauszuarbeiten. Und danach nehme ich mir noch Wild Rider Red, um ganz minimal die Kanten hier vorne noch minimalst zu bearbeiten und ganz kleine Punkte in die Augen, weil ich nicht wirklich wusste, welche Farbe ich für die Augen nehmen sollte. Habe ich mir gedacht, mache ich da einen kleinen Punkt rein mit Wild Rider Red und fertig. Das zeige ich euch, wenn es fertig ist. Und dann machen wir weiter. Der Helm. Der rote Helm. Fertig. Ich weiß, es gibt bestimmt auch bessere Lösungen dafür, mit den Augen zu arbeiten. Aber für mich ist es ganz okay. Ich lasse das einfach mal so. Ihr seht, von hinten ist der rote Helm ein bisschen dunkler gelassen als vorne. Da hinten ja natürlich auch durch die Trophäenschlange viel Licht genommen wird. Jetzt kommen wir zum Fun-Part. Metall. Jawohl. Es fehlt im Prinzip Metall, Knochen und die dämonischen Augen plus Base-Gestaltung. Also,
Wir fangen an mit normalem Metall, Silber, Lead-Belcher. Alle Metallteile, die überall über die Rüstung verteilt sind, werden ein wenig mit Lead-Belcher gemalt. Ich habe hier Ketten, ich habe diese Trophäenstange. Bei dem Schwert nicht ganz bis ins Karobor Crimson rein. Ich habe hier an der Axt ganz viel. Und ich habe hier vorne so einen Spike, der hier rausguckt, plus Dornen am Helm. All das werde ich in Lead-Belcher bemalen. Lead-Belcher aufgetragen. Next thing to do. Dieses Lead-Belcher highlighten mit Runefang Steel. Das machen wir live. Weil das gar nicht so viel ist. Ich fange mal hinten an. An diesen Kettenelementen. So. Trophäenstange. Dann haben wir hier die Rückseite der Axt. Mit den ganzen Dornen und Kanten, die langsam daraus mutieren. Ich habe mich dazu entschieden, das am Axtschaft, gerade auch unten, diese Dornen auch noch tatsächlich metallisch aussehen. Und nur die am Axtkopf langsam zu organischem Material werden. Auch hier achte ich wieder drauf, dass jetzt auf der Unterseite der Axt nicht so viel gehighlightet wird. Da ja nur auch einfach nicht so viel Licht dran kommt. So, das Axtblatt. Highlighte ich hauptsächlich da, wo die Zähne dann auch rauskommen vorne. Da kommt hinterher auch ein wenig Blood for the Blood God drauf. Das wirkt dann auf dem Runefang-Stil noch etwas heller. Dadurch noch frischer. Und besser. So, wie gesagt, unten nicht ganz so viel. Und nicht zu vergessen, hier oben haben wir eine flache Kante, die in Richtung Lichtquellen geht. Die wird einmal komplett bemalt. So, das war das. Dann haben wir hier am Helm ein paar Dornen, auf die Schädel aufgespießt sind. Die erhalten von vorne einen kleinen Lichtreflex. Und die oberen Spitzen von vorne und hinten. Wir haben einen Dorn, der hier vorne aus der Rüstung rauskommt. Und wir haben noch das Schwert hier. Dann gehe ich auch nur minimal über die vorher mit Lead-Belcher gehighlighteten Stellen. Oh, schon wieder aus dem Fokus raus, Entschuldigung. So, das war im Prinzip sogar alles, was Silber ist. Nicht wegpacken. Silber brauche ich nämlich gleich nochmal. Denn die messingfarbenen Elemente werden tatsächlich bis Runefang-Stil hochgearbeitet. Ich nehme jetzt zunächst Balthasar Gold. Male langsam alles, was golden ist, nach und lass ein wenig in den Vertiefungen des
geschädete Balthasar-Gold stehen. Das sieht dann in etwa so aus. Das mache ich im ganzen Modell überall, wo Balthasar-Gold ist. Wenn das fertig ist, zeige ich euch, wie es aussieht und dann machen wir weiter. So, Balthasar-Gold haben wir. Next thing to do. Die ganzen Stellen mit Rune Lord Brass zu highlighten. Um das alles noch ein wenig mehr optisch hinauszukitzeln. Also, mache ich jetzt und zeige euch dann das fertige Ergebnis. Nachdem Rune Lord Brass aufgetragen ist, sieht das Ganze noch sehr viel mehr nach Messing aus. Und was ich jetzt mache, ich nehme mir Runefang Steel, male zum Beispiel hier auf diesen Zähnen ganz oben, die oberste Partie, hier, diese Kanten teilweise, hier oben ein paar Kanten mit Runefang Steel an. Damit erzeuge ich nochmal einen Lichtreflex auf dem Messingfarbenen. Und setze so noch ein paar hübsche Akzente. So. Das mache ich natürlich auch auf dem ganzen Modell weiterhin. Überall, wo ich was finde, wo Akzente gesetzt werden können, mache ich das und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Highlights mit Runefang Steel sind nun auch gesetzt und der Skull Reaper ist fast fertig. Was natürlich wichtig ist, sind jetzt auch die Schädel, gerade die oben mit der Trophäenstange auf dem Helm und auch die, die ich auf den Boden gesetzt habe, genauso wie diese Hörner, die überall zu sehen sind und Knochenverwachsungen. Was ich allerdings vorher mache, da ich nämlich die auf der Base auch gleichzeitig bemalen möchte, ist die Base zu gestalten. Sprich, die Base zu in Texturfarbe zu bemalen und zu bearbeiten. Das heißt, ich male darauf die Texturfarbe Sterling Matt, lasse die trocknen, dann nehme ich das Steel Legion Wrap und Ruckus Flash Bürste, dann gibt es einen Shade mit Agarax Earth Shade. Und die Ränder der Base bemale ich ganz zum Schluss mit Dryad Bark. Wenn das fertig ist, dann zeige ich euch die Schädel, die Augen, den Juwelen und alles, was sonst noch so gemacht werden muss. Nachdem die Base-Gestaltung fast abgeschlossen ist, kommen wir zu den wichtigen Dingen, die noch fehlen. Knochen und Augen/Juwelen. Machen wir mal Augen und Juwelen, da die am schnellsten fertig sind. Ich hatte mit Zotic Green gemalt Form Shade und werde auch jetzt wieder Zotic Green nehmen. Wir haben ein Auge hier oben und wir haben ein Auge dort. Auch noch mal sowas, was ein Auge sein könnte. Wir haben hier unten diesen kleinen Edelstein. So. Dann drehen wir das ganze Ding mal um. Da sind auch noch zwei Augen. Mal hier. Einmal da, Edelstein und die Axt ist auch mit einem Gesicht mutiert. Auch da finden sich Augen. Einmal, zweimal und auf der Rückseite sind auch welche. Eins, zwei. So, nach Zotac Green nehme ich mir jetzt Sybarit Green. Die Augen auf dem Schwert. Ja,
haltet einen kleinen Glanzpunkt zur Mitte hin, der auch so ein bisschen wie so eine Iris wirkt, als würde das Auge tatsächlich irgendwo hingucken. So, der Edelstein kommt an der unteren Hälfte ein bisschen Sybarite Green ab. Dasselbe wiederhole ich auf der anderen Seite. Die Augen mit einer Fake Iris nach innen. Und Edelstein an der unteren Hälfte. Dasselbe mache ich an der Axt auch, nur ein bisschen nahe zu ein ganzes Gesicht ist. Und was dort draußen mutiert, gibt es natürlich eine klare Blickrichtung. Und ich male die wie normale Augen. So, für die Edelsteine nehme ich mir jetzt noch einmal Nurgling Green. Setze einen kleinen Glanzpunkt. Dort. Auf der anderen Seite. Dort. Zack. Kann man natürlich alles noch mehr ausarbeiten. Alles viel toller machen. Aber für unsere Zwecke reicht's. Kommen wir zu Knochen und Schädeln. War am Anfang natürlich mit Karak Stone bemalt, wird wieder mit Karak Stone bemalt. Ich beginne mal hier vorne an der Axt. Alle Zähne vorne am Axtblatt kriegen eine gute Schicht Karak Stone ab. Wenn die nicht genug deckt, gibt es natürlich noch eine zweite. So, dann haben wir hier die Zähne, die aus der Mutation rauswachsen. Wir haben da oben diesen Dorn, der nach oben wächst. Und hier hinten noch zwei Dornen, die so ein bisschen was von einem Rückgrat haben. So. Andere Seite genauso. Im Prinzip male ich einfach nur Linien. Dann haben wir, wenn wir uns langsam den Arm hocharbeiten, hier so ein Knochenauswuchs einer Kralle ähnlich. Hinten sind ein paar Knochenauswüchse, die ich beim Bemalen übersehen habe. Dann haben wir die Knochen an der Klinge. Und nicht zu vergessen die Zähne hier vorne. Da dieses Schwert scheinbar nicht nur schneidet, sondern auch beißen kann. Magischer Gegenstand, die beißende Klinge. Klare Kiste. So, dann haben wir
am Helmknochen befestigt. Die werden ganz simpel geschichtet. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann geht der Spaß auch ganz gut von der Hand. So, also ein Schädel hier hinten an der Trophäenstange. Natürlich ist immer darauf zu achten, den Rest des Modells, der schon bemalt ist, nicht mehr mit dem Pinsel zu berühren. Denn das zieht Ausbesserungsarbeiten nach sich. Und die kann man sich ja auch sparen, wenn man ordentlich arbeitet. So, die Schädel am Modell selbst sind jetzt, Die Schädel am Modell selbst sind jetzt alle ausgearbeitet, kommen die Schädel auf der Base, die werden sehr rough bearbeitet, das ist im Prinzip fast nur wie Trockenbürsten. Der Fokus natürlich nicht auf der Base liegen soll, sondern ganz klar auf dem Modell, was auf der Base draufsteht. So, Karak Stone kann dann jetzt weg. Bleiben noch zwei Farben, bevor wir fertig sind. Ushabti Bone und Screaming Skull. Zunächst Ushabti. Ushabti Bone wird natürlich jetzt auch auf die Stellen aufgetragen, die aus Knochen sind. Nur zum Objekt selbst bleibt noch Karak Stone zu sehen. Das heißt im Prinzip, wie ihr seht, wenn man es mal beschreiben sollte, die Spitze des Knochens wird heller. Auf der Unterseite der Axt wird das jetzt auch schon fast das letzte Highlight sein. Wie schon erwähnt, der Schatten. So, dann haben wir diesen Knochenauswuchs auf dieser Seite hier. Versuche ich ein bisschen so zu highlighten, um den Lichtverlauf aufzufangen. Dann sind hier hinten die Auswüchse am Ellbogen und am Oberarm. Auch die werden
wie die anderen Dornen. Zur Spitze hin heller. So, und last but not least, alle Schädel. Wobei auch wieder hier beim Schichten es so ist, dass ein bisschen was vom Karak Stone zu sehen ist. Das kann man dann auch relativ random machen, da gibt es kein genaues Muster, wie ihr die Schädel highlighten müsst. Sollte nur relativ natürlich aussehen und mit den natürlichen Formen der Schädel das Highlight laufen. Die Rückseiten gehe ich gleich. Nämlich jetzt. Die Rückseite der Schädel bekommt natürlich ein wenig Highlight, weil gerade die auf der Trophäenstange ja oben drauf sitzen und dem Licht ausgesetzt sind. Man glaubt es kaum, auch Korn ist dem Licht ausgesetzt. So, die Schädel auf der Base, wie eben auch, sehr rough drüber gegangen. Ihr könnt ihr natürlich genauso ordentlich malen wie die am Modell selbst, keine Frage. Ich bevorzuge es dann eher auf diese Art und Weise, dass die nicht ganz so rausstechen. So, letzte Farbe. Screaming Skull. Screaming Skull werden die letzten Highlights auf Knochen gesetzt. Das heißt hier zur Spitze nochmal heller. So, umgedreht auf der anderen Seite kriegen ein paar von den Zähnen ganz vorne am Axtblatt ein bisschen Highlight, da diese ja dann noch ein bisschen vorstehen. Hier an den Knochenauswüchsen habe ich mehr ein Edge Highlighting. Hier die Spitzen, genau wie hier. Und die Zähnchen.
Wieder bleiben nur noch die Schädel. Jetzt natürlich, da das letzte Highlight ist, recht schnell bearbeitet werden können. Seite bekommt ein paar Highlights. So, die Schädel auf der Base. So, jetzt lasse ich das einmal ein bisschen trocknen, füge Grasstreu drauf und dann zeige ich euch gleich noch den Bluteffekt. Der Skull Reaper ist im Prinzip fertig. Dem findigen Menschen fällt jetzt auf, oh, guck mal da unten, genau, die linke Kniekachel habe ich jetzt auch nochmal nachträglich mit Cordon Red bemalt. Agrax Earth Shade drüber und nochmal mit Cordon Red ein bisschen gehighlightet, damit das Rot am Helm einfach ein bisschen zu wenig war. Es ist ganz, ganz viel Grasstreu drauf. Der Leim ist natürlich noch nicht hundertprozentig trocken, deshalb fasse ich nur an den Rändern an. Was jetzt noch kommt, Blut. Blut, Blut, Blut. Blood for the Blood God. Damit mache ich das Modell dann auch tatsächlich fertig. Und dann ist das Autopaint auch im Prinzip schon vorbei. Was mache ich? Ich nehme mir ein ganz bisschen Blood for the Blood God auf den Pinsel und gehe hier von der Kante, wo die Waffe vielleicht in den Gegner eingeschlagen ist, in Richtung Mitte. Das wiederhole ich ein paar Mal. Und nehme dann auch immer ein bisschen mehr Blood for the Blood God. So, und zum Schluss träufle ich hier auf die Kante ganz viel davon. So, das mache ich dann auf der anderen Seite genauso. Natürlich ist an dieser Axt hier nicht so ein ganz klares, eine klare Schnittkante zu erkennen. Dass man sagen kann, ja genau hier laufen dann die Striemen und die Axt selbst wird wahrscheinlich auch ein wenig von dem Blut, was sie aufnimmt, absorbieren. Deshalb auch die Zähne teilweise blutig. So. Aber beim Schwert kann man es vielleicht hinkriegen. So, der hat es so in der Hand. Das heißt, er wird mit der weit wegliegenden Seite geschlagen haben. So. Auf der anderen Seite genauso. Ziehe Linien in das Modell rein, wo das Blut verlaufen würde.
wenn er wirklich jemanden den Kopf abgeschlagen hat. Setze dann hier unten an die Kante nochmal eine dickere Schicht. Ich weiß, das geht hübscher, aber die Klingen sind natürlich auch sehr, sehr speziell bei dem Modell. Bei meinem Axtkämpfer sieht das Ganze nochmal ganz anders aus. So, und da er der Champion ist, hat er auch jemanden getötet, indem er ihm den Knauf um die Ohren gehauen hat. Also haben wir auch hier unten dran Blut. Ah, da habe ich dummerweise jetzt aufs Gras gefasst. Zum Glück ist nichts groß abgegangen. So. Dann haben wir jetzt hier den fertigen Skull Reaper. Man könnte natürlich jetzt auch noch ein bisschen drauf spritzen, das Blut. So als wäre da durch einen Blutnebel gelaufen. Das ist aber ein Effekt, den ich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich mag. Wer es mag, kann es natürlich tun. Mit einem Stipple Brush und dann so drauf. Aber ich mag es nicht, deshalb lasse ich es auch einfach sein. Das ist der fertige Skull Reaper. So wie ihr ihn wahrscheinlich als Bild schon gesehen habt. Und als Vergleich dazu, also das Testmodell, was ich gemacht habe. Man erkennt Ähnlichkeiten, oder? Ja, also ich finde, die passen ganz gut zusammen. Und ich freue mich schon darauf, wenn die Einheit fertig ist und dann tatsächlich über Schlachtfeld marschiert. Apropos Schlachtfeld, kommen wir zu dem Spiel mit dem Balduin. 1000 Punkte Avaland gegen Altdorf. Also, wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Der ein oder andere mag dieses legendäre Regiment hier erkennen und weiß auch schon direkt, was Sache ist, denn der Balduin ist hier. Aha, sieht nach dem Ruf schon. Und das Tienchen. Da. Tina beschäftigt sich hier. Mir kommt es fast so vor, als würdest du dir immer mitnehmen, wenn ihr hier hinkommt. Mit weißen Löwen. Und wir spielen ein kleines Spielchen. Also was heißt kleines, relativ kleines Spielchen. 1000 Punkte, ein Manöver. Manöver, genau, das Manöver bei Stirland. Genau, das Manöver bei Stirland. An den Ufern des Ava. Was ihr hier seht, genau, das ist der Ava. Und wir haben hier auf meiner Seite haben wir das 71. Ava-Länder, nein, den 71. Ava-Länder Artilleriezug. Und bei dir dort drüben, Balduin? Das 9. Altendorfer Grenzregiment. Dann stell mal deine Truppe vor. Also, wir beginnen auf der linken Seite. Meinhards Armbrustschützen. Warte, ich zoome mal kurz. Da jetzt. Ziemlich verwegener Haufen. Meinhard, nicht zu übersehen mit diesen großen Puschelfedern am Helm. Hut, ja. 20 Armbrustschützen, die als Veteranen hervorgegangen sind, die kaum noch laufen können, die schlecht, ja, die schlecht greifen können, aber schießen können sie alle gut. Mhm. Ja, sie stinken aus dem Maul, sind Raufbolde, aber schießen können sie gut. Dann haben wir den Mörser, böser Faucher. Ja, genau. Also eine legendäre Kriegswaffe, die schon Riesen umgenockt hat. Mit ganz viel Pulver. Also ich werde heute richtig ordentlich schießen, weil ich habe hier einen Artilleriezug gegen mich. Dann haben wir hier Franz Wagners Bogenschützen. Das sind so die Jäger und Bogenschützen, die halt so wie gewöhnlich im Imperium anzutreffen sind. Mhm. Dann haben wir hier meinen Armeestandartenträger, den Hauptmann Hans Trotzner, der die Armeestandarte trägt. Und hier das Regiment der Schwertkämpfer der 9. Altdorf, des 9. Altdorfer Regiments. Darin ist enthalten meine Wenigkeit der Feldherr Erik von Wiesenbart. Und mhm. auf der ganz rechten Seite habe ich jetzt mal experimentell genutzt, es sind Ritter, es sind aber nicht irgendwelche Ritter, es sind 6 Ritter der Reichsgarde mit mhm. einem Hauptmann der Reichsgarde. Wunderschön. Angetreten zum Gefecht, also zum Manöver. Zum Manöver. Macht genau wie viele Punkte? Macht genau 998 Punkte.
Gut, ein Veteranenregiment, eine gestellte Truppe gegen eine relativ frisch ausgehobene Truppe aus Avaland. Wir bereiten uns nämlich darauf vor, dass das Chaos bald wieder einfallen wird. Wir haben da so Gerüchte gehört. Ein Goblin hat geflüstert. Ein Goblin hat gesagt. Deshalb wurde in Avaland der 71. Artilleriezug ausgehoben, ja, bestehend aus 6 Pistolieren mit Schützenmeister. Nein, doch, Schützenreiter heißen die, genau. Die gehören zu den Eisenhufen aus Ehrenfeld. Mhm. Dazu gehören nämlich auch hier hinten 5 Ritter des inneren Zirkels mit Rittmeister. Dann haben wir die schon fast beinahe legendären, von solchen Mönchen unbeeinflussten Mehrfelder Stachelschweine. 24 Speerträger mit einer Abteilung aus 8 Hellebardiere mit Schilden und hier 6 Armbrustschützen. Für die Thematik habe ich die Musketenschützen, dort die 10, auch zu den Mehrfelder Stachelschweinen mal dazugezählt. Und wir haben hier hinten, wen haben wir denn hier hinten? Die sanfte Mathilde. Hier haben wir die galante Luise und hier hinten den Neuzugang in diesem Artilleriezug, die zärtliche Charlotte. Mal gucken, wie die sich heute schlägt. Und hier in den Mehrfelder Stachelschwein steht auch der Anführer des Artilleriezugs, ein Kriegspriester, Kurt Hammerschlag. Bist du bereit zum Manöver? Jawohl, bin ich. Und wir werden gemeinsam die Soldaten auf das stärkste, beste vorbereiten. Dann reich mir mal dein alter, verungewaschenes Patschehändchen. Oh. Auf ein gutes Manöver und wir machen ganz live, wer beginnt. Der Balduin war natürlich aufgrund der geringeren Regimentstärke erfährt. Ich bekomme plus 1. Ich habe 3. Eine 4. Eine 4, das heißt, Avaland beginnt. Das Avaland beginnt. Wir sehen uns nach dem ersten Zug Avaland. Jo. Imperium Avaland 1. Das Avaland ist leicht vorgerückt mit allem, was so vorrückbar war. Die Musketenschützen haben sich ein wenig nach vorne verlagert, da sie dann langsam auch in Reichweite kommen. Die Ritter stehen da hinterm Haus, versuchen dann ein wenig über die Flanke zu reiten. Die Artillerie ist natürlich stehen geblieben. Die Pistoliere haben sich nach Vorhut und nach erster Marschierbewegung hier hinten neben die Armbrustschützen gestellt. Magiephase könnte ich mir knicken, da der Kriegspriester noch weit aus dem Nahkampf raus ist. Die Pistoliere hier haben 2 Armbrustschützen rausgeschossen, mit Mehrfachschüssen. Die Armbrustschützen dort hinten, da ganz, ganz hinten, diese 6. Abteilung, hat mit 3 Schuss es geschafft, einen Bolzen hier in die Schwertkämpfer zu jagen. Das war dann das erste Blut in diesem Spiel. Ja. Dann kommt noch als Beschuss die Artillerie, denn mehr hatte ich nicht mehr. Der erste Mörser ging auf einen Helm der Schwertkämpfer. Der zweite Mörser ging knapp hinter die Armbrustschützen und die Kanone hat den Altdorfer Mörser anvisiert. Bei dem Schuss auf die Armbrustschützen hat sich diese Kugel scheinbar nicht so richtig gelöst. 4 Funktionen, der Mörser kann diese und nächste Runde nicht schießen. Die Kanone, die hier diesen Mörser, also der hier stand, anvisiert hat, hat ihn zerschossen. Und der andere Mörser hat genau den Kopf des Soldaten getroffen, der getroffen werden sollte. Der Feldherr konnte zur Seite geschubst werden durch die Kugel und das Schrapnell sind 11. Der erste war der Bolzen. Sind 11 Schwertkämpfer zu Boden gegangen. Zu Boden gegangen und wischen sich gerade diese klebrige Gummimasse ab, aus der das Geschoss bestand. Und die stehen ja am Spielfeld dran und sagen, ey, Schiebung, du bist raus. Gut, dann haben wir jetzt gleich Altdorf Nummer 1. Mhm. Natürlich, der Mörser gibt weniger taktische Optionen. Ja. Und wir schauen mal, was gleich passiert. Imperium Altdorf Runde 1. Balduin, sag uns, was du getan hast. Da mir jetzt durch den Mörser die taktische Option genommen wurde, meinen Beschuss ein wenig zu setzen, bin ich jetzt gezwungen gewesen, hier umzupositionieren. Das heißt, ich habe meine Bogenschützen nach links ausgerichtet auf die Flanken, um eventuell jetzt dann den Beschuss mit den, zumindest den Pistolieren, ein bisschen Bedrohung zu bieten. Meine Armbrustschützen haben die Pistoliere ignoriert, um ihre Feuerkraft in die Richtung zu setzen, wo es am meisten Sinn macht. Natürlich ist es hier klar jetzt gefährlich, dass die Pistoliere eventuell in den Rücken fallen könnten, was ich aber nicht glaube. Die werden wahrscheinlich ihren Beschuss fortsetzen. Im Zentrum bin ich vorgerückt mit meinem Hauptregiment an Schwertkämpfern, die mir noch verblieben sind. Und auf der rechten Seite habe ich
todesmutig die Reichsgarde vorstürmen lassen, was ihrer Natur entspricht. Aber ich selbst sehe mich gerade einer Übermacht gegenüber, die entschlossen ist, mir die Stirn zu bieten. Aber wir sind in einem Manöver und wir bieten uns gegenseitig alle taktischen Optionen. Genau, denn guten Mutes. Nur so können wir das Chaos, das uns bestürmt, auch irgendwann bezwingen. Genau. Jo. Machen wir weiter mit Avaland 2. Avaland 2. Nach der fulminanten ersten Runde sind die Avaländer in der zweiten Runde eher damit beschäftigt, ihre Waffen zu putzen und ihre Kanonen nachzuladen. Mhm. Man merkt, dass sie noch ein bisschen in Anfängerschuhen stecken. Ja, es sind halt noch Rekruten. Ja. Die Pistoliere haben sich hier in den Wald bewegt, um ein wenig Deckung zu nutzen und dem Beschuss der Bogenschützen zu entgehen. Die Hellebardierenträger sind hier Hellebardierenträger. Die Hellebardiere sind langsam ums Gebäude rumgerückt. Sonst haben wir nichts gemacht. Doch ganz, ganz minimal die Speerträger nach vorne bewegt. Magie brauchen wir immer noch nicht. Der Gegner ist noch nicht in Angriffsreichweite für das Regiment, in dem der Kriegspriester steht. Der Beschuss, wie gesagt, sie putzen halt mehr ihre Waffen im Moment. Mhm. Es ist nichts rausgeschossen worden. Es war die Fehlfunktion der galanten Luise. Und die liegt jetzt in Trümmern auf dem Schlachtfeld, muss wieder zusammengeflickt werden. Also, sinnbildlich. Natürlich haben die einfach nur keinen Bock mehr gehabt. Die haben einen riesen Anschiss von ihrem Hauptmann gekriegt, dass sie zu langsam waren beim Laden. Und haben gesagt, hey, ab nach Hause. Genau, ja, genau. Und jetzt, langsam beim Manöver taucht nichts. Übt das. Geht nach Hause, üben. Jetzt haben wir natürlich das Problem, es hat nichts gerissen. Der Gegner steht immer noch in selber Stärke wie nach der ersten Runde da. Mal schauen, was das Altdorfer, das 9. Altdorfer, gleich macht. Altdorf 2. Kampfbericht. Balduin, erzähl uns, was haben deine Veteranen getan? Also, meine Veteranen fangen auf der linken Seite an. Die Armbrustschützen haben die wild umherfuchtelnden und hin und her Silvesterknallernden Pistoliere ignoriert, haben gesagt, wisst ihr was, geht ein Saufen, wir schießen hier weiter. Wir haben ihr Feuer zusammengefasst und haben versucht, die Kanone auszuschalten, weil eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass man 3/6 würfelt mit 6 Treffern. Naja, getroffen ja, verwundet nein. Also meine Armbrustschützen wollten die Kanone ausschalten, was ihnen aber nicht gelungen ist. Leider. Dann hatte ich hier einen Angriff angesagt auf die Abteilung, die kurzerhand die Flucht angetreten hat. Taktischer Rückzug. Taktischer Rückzug, ja. Und ich habe hier meine Bogenschützen ein wenig einschwenken lassen, um eventuell noch ein bisschen sich ein Feuerduell mit den Pistolieren zu leisten, was aber nicht funktioniert. Treffen auf die 8. Auf die 8, ja. Genau. Also lange Reichweite durch schwere Deckung, durch leichte Deckung. Ja, genau. So, auf der rechten Seite haben meine Ritter erfolgreich den Angriff durchgeführt. Allerdings ist das Handgemenge immer noch im Gange. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie der innere Zirkel sich gegen die Reichsgarde durchschlägt. Es wird ein sehr ermüdendes Duell, denn jetzt sind die Werte komplett gleich, ja, wenn ich mich recht entsinne. Mit dem Unterschied, die Reichsgarde ist unnachgiebig. Haha. Ist egal. Trotzdem sind die Werte komplett gleich. Ja. Ja, das wäre im Groben und Ganzen das, was mir jetzt noch so an taktischen Optionen übrig geblieben ist. Mal sehen, wie es weitergeht. Mal sehen, wie es weitergeht. Avaland 3. Avaland 3. Ja, es sind Rekruten. Es sind Rekruten. die Bewegung, die Pflichtbewegung, die Hellebardiere haben sich wieder gesammelt aufgrund der hohen Moral des Generals, der in der Anführungszeichen Nähe ist. Sonstige Bewegung gab es nicht. Der Beschuss war moderat. Es sind ein paar Schwertkämpfer zu Boden gegangen, ein Bogenschütze. Armbrustschützen auch ein bisschen was, aber nicht wirklich Berauschendes. Die Kanone hat sich dummerweise, da stand ein Spatz vor, der saß so im Kanonenrohr, darin ist die Kanonenkugel zerschellt und jetzt ist die ganze Kanone eingesaut und muss wieder repariert werden. Die Besatzung war so hingerissen von diesem kleinen Spatz. Die haben den kleinen Spatz genommen, weil der einen gebrochenen Flügel hat und die haben sich jetzt erstmal um den Spatz gekümmert und haben halt nebenbei die Kanone mitgenommen. Was natürlich den General tierisch aufgeregt hat, der gesagt, wisst ihr was, ihr macht das Ganze genauso wie die Mörserbesatzung. Üben, üben, üben. Ja, die lieben Gickenhaften Avaländer. Ja, und der Nahkampf hier hat der Balduin, der hat er um 1 gewonnen.
dummerweise verkackt. Ich muss mir echt mal angewöhnen, einen Armeestandartenträger reinzunehmen, um noch die Möglichkeit zu haben, zu wiederholen. Deshalb durften auch hier die Ritter der Reichsgarde überrennen. Und stehen jetzt hier etwas in meiner Flanke, aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Ja. Denn jetzt ist da auch erst nochmal Altdorf dran. Altdorf, Spielzug Nummer 3. Sag mir, Balduin. Also, ich habe natürlich jetzt hier diesen, den Sack hier, habe ich schon erkannt. Das heißt, ich meide den. Der war ja sehr offensichtlich. Genau, die rechte Flanke habe ich genommen, zum Glück. Und habe jetzt meine Ritter in einer sehr guten, in einer sehr, sehr guten Position, wo jetzt nämlich dann der liebe Dizzyfinger reagieren muss. Meine Schwertkämpfer sind weiter vorgerückt, ebenso meine Armbrustschützen haben die Pistoliere mit ihren Silvesterknallern ignoriert. Die sind so langsam sauer, weil sie ständig ignoriert werden. Ja. Meine Armeestandarträger habe ich jetzt mal hier rausgenommen. Und meine Bogenschützen werden sich wahrscheinlich jetzt demnächst wahrscheinlich hier nach vorne bewegen, um ein Feuerduell sich mit den Pistolieren zu liefern. Ja, das war es für den Groben und Ganzen. Und ich sehe dem Ganzen noch ein wenig optimistisch entgegen, dass ich das zumindest ein Unentschieden noch rausholen kann. Es bleibt abzuwarten. Mal sehen, wie Dizzyfinger reagiert, weil momentan sind die Karten offen und ich bin ihm ein kleines Stückchen voraus, habe ich das Gefühl. Warte mal ab. Nächste Runde. Nächste Runde. Das Averland wird müde, geht in die vierte Runde. Zunächst haben wir hier einmal einen Angriff angesagt. Die Schlacht auf der Brücke. Genau, die Schlacht auf der Brücke. Die Pistoliere haben sich gedacht, ihr verspottet uns immer und ignoriert uns, also springen wir euch in den Rücken. Mhm. Das Ergebnis war, Balduin hat um 2 verloren, konnte dann noch auf einen normalen Moraltest, weil mehr Ränge. Das heißt, genau, er hätte auch noch mal testen können. Er hat es stehen geblieben, so rum. Hat dann getestet, Moralwert, ob er sich umdrehen und neu formieren kann, hat er geschafft. Haben wir schon mal gemacht. Dann haben wir eine minimale Bewegung der Hellebardiere, um einen möglichen Angriff anders umlenken zu können, wenn der schief geht. Ich habe hier testen müssen, ob ich marschieren kann. Musketen haben es geschafft, Armbrüste nicht. Musketen begeben sich ein wenig außerhalb der Reichweite. Ein wenig. Die Musketen haben sich ausgerichtet. Hier haben wir dann die Mehrfelder Stachelschweine auch ausgerichtet. Die haben in der Magiephase ein Gebet gesprochen, Verwunder wiederholen. Genau, gerechter Zorn. Gerechter Zorn. Und der Mörger hat hier hingeschossen. Hat hier aus den Schwertkämpfern einen beglibbert. Er ist dann auch nach Hause gegangen. Es werden nämlich Glibberbomben geschossen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Balduin macht aus der Situation dahin. Ich glaube, er springt den Musketen in den Rücken mit den Reitern. Wir werden mal sehen. Altdorf, Runde 4. Balduin, böser Veteran. Jo, hoppla. Warte mal. Altdorf Nummer 4. Altdorf war böse, Balduin war böse, Balduin ist auch ein Veteran. Veteran Balduin, erzähl uns mal, was hier... Ich krieg das gar nicht alles drauf von hier oben. Erzähl uns mal, was passiert ist. Also, ich fange mal hier links an. Also, das Gefecht auf der Brücke haben die Pistoliere eindeutig für sich entschieden. Haben Armbrustschützen, Veteranen niedergemacht bzw. verscheucht, bzw. die waren durch diesen ziemlich gerissenen Angriff in den Rücken so beeindruckt, dass sie gesagt haben, wisst ihr was, Pistoliere, das war heute eine gute Leistung für den Tag, wir machen Feierabend, ihr habt gewonnen. Ja? Das heißt, sie sind schnurstracks hier nach Hause gelaufen und die Pistoliere freuen sich jetzt, die sind jetzt so ein Stückchen gewachsen. Meine Schwertkämpfer haben die kleine Abteilung so im Schnick-Schnack-Schnuck-Prinzip nach Hause geschickt und sind dann in voller Begeisterung zu dem Ava gelaufen. Ja, Feierabend, ab ins Wasser, jetzt heißer Tag. Nicht gut, 2 Mann verloren durch gefährliches Gelände vom Ava. Ja, meine Ritter habe ich jetzt aus taktischen Gründen, das heißt, meine Erfahrung sagt mir, dass ich in Abteilung nicht angreifen sollte, weil sie nämlich alles genießt, was ein Hauptregiment hat, das heißt Standarte, 3 Ränge etc. Im schlimmsten Fall wäre ich stecken geblieben und hätte damit einen Gegenangriff rechnen müssen in meine Flanke. Somit habe ich also taktisch gesehen erst einmal an der ganzen Bande vorbeigezogen und biete ihnen dem jetzt den Mörser erst einmal Schach. Das heißt, Dizzyfinger ist weiterhin im Zugzwang und muss auf mich reagieren. Den einzigen Vorteil, den er jetzt hat, ist hier seine Pistoliere, die ist eine sehr schnelle, flexible Einheit sind, die mich
auch noch ein bisschen was kosten kann. Ja, soweit zu mir. Bleibt alles offen. Schönes Gefecht. Wohl? Nee, nichts Gefecht. Ja, ein Manöver. Ein schönes Manöver. Mann, ey, dass du es immer vergisst. Mann, oh. Runde Nummer 5. Die fünfte Runde war mal wieder etwas ergiebiger. Mhm. Die Pistoliere haben getestet, ob sie marschieren dürfen. Durften sie. Haben sich meiner Meinung nach, jetzt wird mir der Baldwin wahrscheinlich gleich widersprechen, relativ taktisch positioniert. Die Mehrfelder Stachelschweine haben sich umgedreht, die Armbrustschützen auch, weil da stehen halt immer noch die Ritter und ich weiß noch nicht, was da passiert. Die Musketenschützen sind stehen geblieben. Die Bagi-Phase, das Gebet wurde weiterhin gesprochen, aufrecht erhalten. Die Beschussphase. Die war sehr ergiebig für dich. Ja, ja. Die Pistoliere haben den Schwertkämpfern mit ihren dumm geschossen, in den Rücken geschossen, 5 rausgezogen, war ein Test bestanden. Die Musketenschützen hier haben den Armeestandartenträger, der da hinten stand, erschossen. Leider konnte nichts gerüstet werden von den 2 Treffern, also raus. Ja. Das Banner ist fast in den Ava gefallen, wurde noch rausgefischt, ja. Weil das sind ja unsere Freunde. Genau. Bogenschützen. Die Bogenschützen mussten sowieso testen, aber der Mörser, hier die zärtliche Charlotte, hat sich gedacht, ich will auch noch mal was, bevor ich raus bin. Er hat da hinten reingeschossen und dann auch noch 3 Bogenschützen nach Hause geschickt. Der Test wurde bestanden, sie stehen. Jetzt gucke ich mal, was unser Meisterveteran in seinem 5. Zug macht. Also, da sich die Schlacht und das Manöver dem Ende zuneigt, kommt ein Hornsignal der Reichsgarde und der Feldherr selbst gibt den Befehl für das Neuformieren. Und hier ist es dann so, dass sich der Feldherr selbst praktisch in diese Mitte stellt und dem Siegbarbrister eine freundliche Herausforderung um einen letzten netten Zweikampf zuruft und einen Schwertgruß in seine Richtung gibt. Das heißt, dieses Gefecht wird natürlich als gewonnen, aber erfordert sozusagen einen letzten Zweikampf Sigmar-Priester gegen Feldherr. Wie wird der Dizzyfinger reagieren? Uns Balduin, weißt du. Da willst du den in Grund und Boden schießen in einem Manöver, um deine Flinten zu testen und was ist? Ist ja eigentlich egal. Nimmt er den jetzt an oder lehnt er feige ab? Taps, der Sigmar-Priester putzt sich nochmal in die Hose. Die Robe. Die Hose. So, das hat so ein bisschen jetzt hier was von wie heißt es nochmal? Die Arena. Von Mark of Chaos, ne? Genau, Mark of Chaos. Alle stehen so drumherum. Gut, dann haben wir quasi in Balduins 5. Runde jetzt ein erzählerisches Duell. Genau, ein Ende praktisch. Um das Manöver zu Ende zu bringen. Genau, finde ich eine schöne Gelegenheit. Jawohl. Aber das machen wir nicht live, das passt nicht zu meinen Battle Reports. Och, schade. Außerdem muss einer die Kamera halten. Das kann man aufstellen. Und ich kenne meine Werte auch gar nicht alle auswendig. Für dich noch nicht, da kann ich dir ganz genau sagen. Kannst du ganz genau sagen? Ja, dann machen wir das, dann machen wir das live. Soll ich die Kamera halten? Ah, nee, ist schon recht. Was habe ich denn alles? Okay. Tina kann die Kamera schön halten. Nein. Dann, du bist ein Feldherr, du hast eine höhere Inni, du fängst an. So. Denke ich. Also, ich hoffe mal, du hast dein Siegerpriester was eingepackt, so ein bisschen. Ein bisschen. Hat er was? Hat er was. Das heißt, vor dem Kampf greift mein Feldherr in seine Tasche und trinkt einen Trank, der seinen Widerstand erhöht. Und somit hat er einen Widerstand von 7. Oh ja. Die Haut stellt sich. So, ich habe eine Initiative von 5. Ich habe eine schwere Rüstung und einen Schild. Das heißt, Handwaffe Schild gibt mir noch einen 6er Paradewurf. Mit einem Widerstand von 7 wird es halt schwerer, mich zu verwunden. Was hast du? Ich habe eine schwere Rüstung, einen verzauberten Schild. Die Eisenflug-Ikone ist in diesem Sinne egal. Also Handwaffe, Schild, Parade. Mhm. Einen Rüster von 5, 4, 3. Verzauberter Schild. Ja, aber keine Parade. Durch magische Waffen hast du keine Parade. Das ist ein Schild, das ist keine magische Waffe. Ja, aber das ist ein Schild. Ist fast verzaubert. Das ist ein Schild. Ja, aber Erik, das ist ein Schild. Es erzählt wie als Schild nur plus 1 auf. Warte mal. Hier. Und ich habe nach wie vor Treffer und Verwunder wiederholen.
Ein magischer Schild wird wie ein normaler Schild behandelt. Gemeinsam mit einer Handwaffe geführt, erlaubt er es einem Modell jedoch nicht zu parieren. Siehst du, steht doch da drin, ich darf doch parieren. Nicht zu parieren. Na gut, dann habe ich aber trotzdem einen höheren Rüster. So, dadurch, ja, hast du. Dadurch. Gut, dann haut mal dein Feldherr. Mein Feldherr hat eine Initiative von 5. Hast du ja gefreut. Genau. 3 Attacken habe ich. Mhm. Ein Kampfgeschick von 5. Du hast ein Kampfgeschick von 4, richtig? 7. Ich treffe 3-mal mit einer Stärke von 4, auf einen Widerstand von 4, auf die 4. 2 Stück. Dann muss ich mal kurz einen Würfel weglegen. So. Das wäre dann, du hast eine Stärke von? Stärke von 4. Von 4, dann hätte ich nicht mehr den 4er, sondern nur noch ein 3. Quatsch. Kein 3er, aber ein 4er. So. Ein 4er Rüstungswurf hättest du. Ja. Jawohl, beide halten. Alles gut. Mhm. Ja, jetzt komme ich nicht an meine Werte dran. Was habe ich du hast ein Kampfgeschick von 4. Attacken? Attacken hast du 2. 2. 4 auf 5, muss ich 5? Nein, musst du auf die 4. Muss ich 4. Und kann wiederholen? Genau, weil du hast halt. Kannst du bleiben? Sowieso beide? Zweimal. So, Stärke von 4. Auch Widerstand von 7 ist wahrscheinlich eine. Auf die 6. 6, genau. Den darf ich auch wiederholen wegen dem Gebet. Der ist ja, das ist ja immer noch aktiv. Ah, stimmt. Stimmt, ja. Mhm. Nein? Nein? Na, darfst du wiederholen? Nein. Das heißt, die Schläge prallen an meine Eisenhaut ab. Genau. Ja, das. Ich glaub, das heißt, es wäre in dem Sinne deine Runde. Ja, wir sind ja im Duell, das heißt, es ist ja egal. Ist ja egal. Gut, das heißt, ich hau auf jeden Fall vorher zu. Genau. Wieder mit meinen 3 Attacken. Mein Widerstandstrang ist jetzt in dem Sinne erhalten. Wenn wir in deiner sind, dann geht's noch. Für die Spielrunde. Für die Spielrunde? Dann ist er weg. Jetzt. Hm? So, ich treffe. Keinmal! Keinmal! 1, 2, 2. Scheibenkleister! Gut, dann hau ich zu mit meinen 2 Attacken. Das waren auf die 5. Nein, Hass. Einmal. Mhm. Dann hatten wir auf dieses. Nee, nicht mehr auf die 6. Stärke von 4 auf Widerstand, 4 auf die 4. 4 und wiederholen. Nein. Nein. So, damit ist das Gebet dann auch weg. Genau. Gut. Nächste Runde. Wobei ich das ja jetzt hätte nochmal sprechen können, ne? Theoretisch ja. Theoretisch ja. Müssten wir eigentlich nochmal machen, ne? Müssen wir machen. Wäre eigentlich fair, ne? Wäre fair. Wäre fair. Gut, Doppel 6, das heißt, ich habe maximal meine 6 Würfel für das Gebet. 6, 7, 10, 15, 18. Bist du 4, 8, 12, 15, 19. Ja, gut, das Gebet ist weg, das heißt, ich darf nur noch meine Treffer wegen Hass wiederholen. So, ich hau wieder als erster zu. Mhm. Ich treffe 2-mal diesmal. Ja. Und verwunde. Wieder 2-mal. Stärke von 4. Das heißt, 4 Rüstungswurf für dich. Ein Lebenspunkt weg. Mhm. Das heißt, es bleibt aber noch einer. Jawohl. Ich schlage wieder auf die 5. Mhm. Beide. Jawohl. Verwunde auf die 4. Nein! Snake Eyes! Oh Gott! Oh Gott! So, da dies ein Manöver ist und der Feldherr sieht, dass ja, das waren ja jetzt auch 6 Runden, ne? Ja. Sieht, dass der Sigmarpriester angeschlagen ist, kommt ein Schwertgruß und ein Schulterklopfer und sagt: Gut gekämpft, Sigmarpriester. Balduin, schönes Spielchen. Littlefinger, ein schönes Spielchen. Hat sich gut geschlagen. Ein Hin und Her. Ein Hin und Her. Aber wir müssen ja jetzt noch mal kurz das Manöver auswerten. Ja. Ich möchte von dir deine beste, deine schlechteste Einheit und die Taktik des Gegners einmal analysiert haben, kurz. Also, meine... Kurz. Ja, kurz. Meine beste Einheit war, glaube ich, kann ich gar nicht genau sagen. Also, meine Schwertkämpfer waren es nicht, leider, weil die halt einfach nur auf den Sack gekriegt haben, ständig durch Beschuss. Haben leider nicht viel gerissen im Nahkampf. Meine Armbrustschützen fand ich eigentlich recht stur. aber die beste Einheit taktisch gesehen war jetzt meine Reichsgarde, weil die hat hier dieses Wendemanöver und alles, die hat halt den Beschuss ein bisschen weggezogen. Ja, da hatte ich ein bisschen mehr auf meine Ritter gehofft, dass sie ein bisschen länger halten.
Schlechteste? Ist, glaube ich, einfach. Waren meine Bogenschützen, weil die einfach irgendwie nichts getroffen haben. Der Mörser? Ich hätte gesagt, der Mörser, weil das so rausgeschossen wurde. Ja, gut, dafür kann er ja nichts. Aber ist auch deine, Einschätzung. Ja. Gut. Wenn jemand rausgeschossen wird, kann er nichts dafür. Mhm. So, dann die Taktik des Gegners. Sehr gut. Überlegt, aber immer noch mit ein paar kleinen Hinkefedern. was natürlich auf, sag ich mal, auf den jungen Stand des Offiziers zurückzuführen ist. Ja, natürlich. Aber er lernt fleißig. Ja? Ich habe ihm natürlich gezeigt, wie man ein bisschen taktisch ausmanövrieren kann, aber er hat natürlich die hohe Feuerkraft genutzt, seine Armee, um halt mir entsprechende Verluste zuzufügen, die ich halt nicht kompensieren konnte, da ich ein wenig anders ausgerichtet war mit meiner Armee, die halt eher auf Nahkampf ausgerichtet war, so ein bisschen. Ja. Gut, das war so mein Gesamtfazit. Ansonsten eine sehr schöne Schlacht, die hin und her wogte, aber ein offensichtliches Ende sich beinahe hätte absichten können. Ja. Gut, das Averland, die beste Einheit. Ich glaube tatsächlich sogar die Pistoliere. Ja. Die haben da hinten richtig geärgert. Sie waren zwar so ein bisschen mehr so wie, nicht so wie Bienen, sondern mehr wie Mückenstiche. Also immer ein bisschen. Ja. Sie haben den Nahkampf gerade um eins gewonnen, haben gerade um eins überrannt. Aber ich glaube, das war eigentlich die beste Einheit, weil sie doch sehr viel Druck aufgebaut hat hinterher. Schlechteste Einheit. Schwer zu sagen, ne? Also ich glaube... Die Speerträger haben nicht nichts gemacht. Eben, ich wollte gerade sagen, ich glaube einfach aus der Tatsache, weil die sich immer nur tanzenderweise um die eigene Achse gedreht haben, die Mehrfelder Stachelschweine in diesem Falle, mhm. Obwohl kein Verlust erlitten wurde, obwohl... Taktisch umgangen worden. Die wurden halt taktisch umgangen. Die Falle, also war natürlich zu offensichtlich die Falle. Das war dann in diesem Falle darum die schlechteste Einheit. Die Taktik des Gegners. Ich hatte mit ein bisschen mehr Vorwärtsbewegung gerechnet eigentlich. Deshalb bin ich am Anfang relativ weit hinten geblieben. Die Taktik des Gegners war insoweit fies, dass die Reichsgarde mich hier so ein bisschen bedrängt hat. Das war natürlich wieder absoluter Veteranenstatus. Aber das hat auch das Spiel bereichert. Da ich nämlich jetzt weiß, hätte ich die Speerträger ein bisschen anders ausgerichtet, sähe die Sache auch schon wieder ganz anders aus. Dann hätte ich ihn nämlich vielleicht auch noch angreifen können. So lernt man. Ein schönes Spiel. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ich würde sagen, ich mache mal am Maltisch weiter. Der Balduin, der wird wahrscheinlich in diesem Video nicht mehr auftauchen. Magst du mal den Zuschauern winken? Und auf Wiedersehen sagen? Viel Spaß. Und meine Malflaute vom Balduin, ich versuch's so, man sieht nächste Woche, ob ich wieder eins hinkriege. Also seid mir nicht böse. Also das kommt jetzt am Mittwoch, also ihr guckt das jetzt gerade mittwochs. Das heißt, also vielleicht am Wochenende. Vielleicht am Wochenende. Vielleicht am kommenden Wochenende. Ja. Und was ist, wenn das dann einer erst an dem Montag nach dem Mittwoch guckt? Dann ist das Video ja schon da. Dann hat man vielleicht das Video schon gesehen, bevor man... Das ist ein Riss im Raumzeitkontinuum. Wollen wir uns gar nicht drüber unterhalten, weil sonst geht sowieso die ganze Welt in die Luft. Tut sie ja sowieso schon oft genug. Und hier werden auch noch fleißig weiße Löwen gemalt und mein Tisch eingesaut. Gut, also wieder zum Maltisch rüber. Ja, das Spiel gegen den Balduin, mit dem Balduin, um genau zu sein, hat euch hoffentlich zugesagt. Also ich fand es sehr, sehr gut. Das hat richtig Laune gemacht und während ich erzähle, kümmere ich mich ein wenig um die Modelle, die hier noch so rumstehen. Denn die Discon kommt näher in Riesenschritten. Wenn ich jetzt mal gucke, einen Monat und eine Woche haben wir noch in etwa und es gibt noch viel, viel zu tun. Deshalb versuche ich jetzt hier schon mal ein bisschen was vorzubereiten, damit hinterher die Arbeit einfach geht und ich auch den Schreibtisch entsprechend der Arbeit, die noch gemacht werden muss, strukturiert bekomme. Ich habe hier diese Modelle, das sind ja diese Sigmariten, wie ich sie genannt habe, da weiß ich noch nicht genau, wie ich die bemale. Da möchte ich euch auch einmal zur Hilfe ziehen. Also eine Banner-Idee habe ich schon, denn es gab mal irgendwo im Netz, habe ich mal geschaut, ein Bild. Ich versuche das mal zu beschreiben, ich zeige es euch noch nicht. Es ist im Prinzip ein quadratisches Banner. Das ist übrigens der Bannerträger hier. Dieses Banner ist in etwa in einem roten Hintergrund mit ein paar Schnörkeln. Die lasse ich aber dann wahrscheinlich weg.
roter Hintergrund. Auf diesem roten Hintergrund befindet sich ein schwarzes, eisernes Kreuz, beziehungsweise Tatzenkreuz. Das kennt man ja wahrscheinlich. Dieses Tatzenkreuz wird umrandet von einer gelben Linie. Das heißt, ich habe einen roten Hintergrund, eine gelbe Linie und da drin ein schwarzes Tatzenkreuz. In dem senkrechten Balken dieses schwarzen Tatzenkreuz hat man noch gleichzeitig einen Hammer und darüber steht in einer diagonalen Schriftrolle Avaland. So ähnlich soll das Banner aussehen, nur ich weiß noch nicht wirklich, wie ich die Jungs bemalen soll. Der Gedanke, den ich habe, der erste Gedanke, den ich hatte, um genau zu sein, das ist Avaland, also auch wieder gelb-schwarz. Der zweite Gedanke war, meine Kriegspriester, also Sigmar-Priester, haben braune Gewänder an. Soll ich den jetzt vielleicht auch alle so, ja, wie so Röcke, Mäntel modellieren an die Beine, die komplett braun bemalen, bis auf die Schilde? Oder er schafft das vielleicht einen zu großen Bruch zum Rest der Armee? Ich weiß es noch nicht genau, ich bin mir noch nicht so richtig sicher. Ich tendiere gerade noch so ein bisschen eher dazu. Das ist 5 breit, das brauchen wir nicht, das ist ja nämlich 6. Ich tendiere gerade im Moment noch ein bisschen mehr dazu, das so zu gestalten, dass die die normalen Uniformen tragen und nicht nur als Sigmariten, in Anführungszeichen als Sigmariten eingesetzt werden können, sondern einfach als die Hammerträger oder die Hammergarde, irgendwie sowas in die Richtung von Avaland. Also dass es ein bisschen mehr von diesem Sigma-Kult wegkommt, weil das sind ja eigentlich eher die Flaggelanden, die Bekloppten, die dann so in die Schlacht ziehen. Ohne irgendwie bestimmte Farben zu tragen. Und da bin ich gerade noch ein wenig in der Ideenfindung. Was ich jetzt mache hier, ich mache mir für das tatsächliche Regiment Space 6x4 mache ich mir die Folie für den Boden fertig und werde unter jedem dieser Soldaten eine Magnetbase kleben. Und während ich das mache, möchte ich eigentlich ein wenig über die Endtimes babbeln. Aber da gibt es ein Problem. Der Baldurin war ja hier. Und der war nicht nur das Wochenende hier, der war auch ein bisschen länger hier. Und wir hatten sehr viel zu tun. Wir haben viel gemacht. Nicht alles wirklich so Hobby-related. Also es waren auch ganz ordinäre Sachen dabei, so wie sonntags in den Zoo gehen. Mal einfach, wie Hans und Franz das auch machen würden. Und daher habe ich dann nicht wirklich die Zeit nutzen können, um mich da so ein bisschen darauf vorzubereiten, auf die Endtimes. Bin leider noch nicht so weit gekommen mit dem Lesen, wie ich wollte. Ich stecke halt jetzt noch im 4. Kapitel fest. Aber was passiert ist, ist schon eine ganze Menge in dem 4. Kapitel der Endtimes. Wer nicht gespoilert werden möchte, der kann ja einfach mal unten in die Beschreibung gucken. Vielleicht mache ich da mal nochmal so einen kleinen extra Vermerk. Endtime-Spoiler und dann wieder normales Gequatsche. Wenn nicht, guckt mal, wie ihr das rauskriegt. Ich werde mir schon irgendwas einfallen lassen, wie ich das am besten kenntlich mache. Denn bei den Endtimes ist es aktuell so, dass ja die Inkarnationen, bis auf die Inkarnation der Bestie, in Atheloren sind. In Atheloren halten diese Rat, was als nächstes gemacht werden soll. Manfred von Karstein kam auch nach Atheloren und wurde von Nagash als Bauernopfer dargestellt, der angeblich, wie hieß nochmal die Tochter? Hier dieses das Elfenkind. Der das Elfenkind nicht nur gestohlen hat, sondern auch misshandelt und getötet haben soll. Obwohl es ja eigentlich Arkan war, aber das sagt Nagash nicht. Und deshalb wird Manfred von Karstein von den Inkarnationen verbannt und unter dem Weltenbaum in ein Gefängnis eingesperrt, wo keine Magie wirken kann. So. Das kriegt Bellacor, der Erstverdammte, mit. Und Bellacor denkt sich, aha, da könntest du doch was rausmachen. Bellacor schafft natürlich in den Weltenbaum, um das Gefängnis einzudringen.
und zerschlägt Manfreds Gefängnis. Nachdem sie einen kleinen Pakt geschlossen hat und Bellacor Manfred verraten hat, oder umgekehrt, wie auch immer, einen Moment. Bellacor hat Manfred verraten, dass Lilith die Göttin der Bretonen ist. So. Nachdem Manfred dann entkommen ist und Bellacor wieder verschwunden ist, erzählt Manfred von Karstein dieses Geheimnis Gerod oder Gerard, dem Bretonenfürsten, der mit nach Athelhorn gekommen ist. Dieser ist natürlich in den Grundfesten seines Glaubens erschüttert in dem Moment und sieht dieses als Affront an. Weiß nicht, in seiner Wut soll er diese Elfin, die ihn seine ganze Kultur verraten hat, im Prinzip, soll er diese töten, soll er sie zur Rechenschaft stellen, zur Rede, wie würde sie darauf reagieren. Irgendwann geht Gerard dann zu Lilith und fragt mal nach. Diese gibt das natürlich alles zu, ganz ohne Reue. Das Ganze wird beobachtet von Bellacor und dadurch erfährt Bellacor nämlich, dass Lilith dieses getan hat, um eine Art Zuflucht zu schaffen. Eine magische Zuflucht, in der die Völker oder Abgesandte der Völker, die Rana Dandra überleben können, also diese Götterdämmerung. Und allein durch das Wissen, dass Bellacor das erfahren hat, schaffen es sofort die Chaosgötter, diese Zuflucht zu zerstören, was Lilith genau in dem Moment klar wird. Dann kniet sich Lilith vor Gerard nieder und gibt ihm quasi zu verstehen, dass er verfahren kann mit ihr, wie er möchte. Wenn er seine Wut nicht zügeln kann und sie töten möchte, kann er dies tun. Gerard zieht das Schwert und steht wutentbrannt vor ihr. Bellacor bekommt dies natürlich auch mit und hatte sich eigentlich erhofft, Lilith selbst töten zu können. Was natürlich in dem Falle von Gerard vereitelt werden würde. So tritt Bellacor vor, um Lilith zu töten. Bellacor stellt ihm aber durch instinktive Mut sich entgegen. Dann gibt es einen etwas ungleichen Kampf, bei dem Bellacor Gerard einfach durch die Gegend schleudert und danach auf Lilith zugeht. Dann schafft es Gerard, sich hochzurappeln und sticht sein Schwert von hinten in Bellacors Rücken. Durch diesen Schmerz kurz gehemmt, verschafft das ganz genau genug Zeit, damit ein Teil der Inkarnation der Lilith zu Hilfe kommen kann und diese gerettet ist. Bellacor wird von Alariel, der Immerkönigin, in einen Rubin eingesperrt und weggeschlossen. Denn würde Bellacor getötet werden, würde er ins Reich des Chaos übergehen. Würde von dort natürlich wiederkommen können und seinen Triumph auskosten können, dass er dieses Geheimnis dieser Zuflucht erfahren hat. Würden sie ihn laufen lassen, würde dasselbe passieren. Von daher haben sie ihn erstmal gebannt in einen Obi. Der Rat der Inkarnationen tagt weiter und es wird klar, dass unter Middenheim, unter dem von den Zwergen genannten Faustschlag, ein Artefakt liegt, mit dem ein Riss erschaffen werden soll, der ähnlich dem ist, der am Nord- und Südpol der Welt existiert. Durch diesen dritten Riss wäre die Welt im Ungleichgewicht und würde sich zerstören. Nun, Tag der Rat natürlich, sollen wir uns darum kümmern, nach Middenheim zu gehen und diesen Riss dieses Artefakt zu finden oder am besten Fall noch unschädlich zu machen? Haben wir da eine Aussicht drauf? Oder verkriechen wir uns und sterben hier? Am Ende einiger Tage kommen die Inkarnationen zu einem Ergebnis und wollen es wagen, nach Middenheim aufzubrechen. Die ganze Zeit, während der Rat tagt, wird im Westen von Athelhorn mit
Unmengen von Tiermenschen Krieg geführt. Daran beteiligt sich auch Geron, weil er beleidigt irgendwann abgezogen ist. Also er hat den Kampf mit Belakor überlebt, schwer verwundet, wurde zusammengeflickt von den Elfen und hat sich dann auf seine treue Schwüre der Herrin gegenüber dann noch berufen und kämpft dann gegen die Tiermenschen mit ein paar Elfen zusammen. Während dieses Kampfes wird so viel Blut allerdings vergossen, dass es von Korn nicht ganz unentdeckt bleibt und sich irgendwann, als die Elfen fast diese Tiermenschen aufgesprengt haben, und irgendwann dann tut sich plötzlich ein Riss im Boden auf, Blutfontänen stechen hervor und ein Dämon, dessen Namen ich dummerweise gerade vergessen habe, also ein namenhafter Held, um genau zu sein, der Blutdämonenheld, bricht aus diesem Riss hervor mit Unmengen von Bluthunden, Zerfleischern und auch diesem, wie heißt er nochmal, Blutkanonen des Korn und fegt die Elfenverteidiger, die dort noch stationiert sind, einfach weg. Tötet alles, was geht auf dem Weg und könnte auch diese komplett verschlingen. Aber die Dämonen des Korn haben ein ganz anderes Ziel, nämlich den Rat der Inkarnation. Sie brechen durch auf die ewige Lichtung und stellen den Rat der Inkarnationen zum Kampf. Dieser brennt natürlich, oder beziehungsweise dieser bricht natürlich sofort aus und wird mit ganz, ganz dramatischen Momenten beschrieben. Wie zum Beispiel Arkan erstmal gar nichts macht und einfach nur guckt, dass sein Herr Nagash nicht bedrängt ist, aber der diese ganze Macht hat, ist es ja im Prinzip egal. Caradhrian, Teclis und Lilias erwehren sich mit Magie. Go-Dingsbums, der Zwergenheld, der Runenschmied, Hammerschlag, Gotri-Hammerschlag heißt er, glaube ich. Und der Imperator kämpfen auch mit, obwohl der Imperator auch diese Macht der Inkarnation jetzt nicht mehr hat. Und erwehren sich denen ganz gut. Lilith wird dann irgendwann so sehr von Bluthunden und Zerfleischern bedrängt, dass sie in einem Nahkampf mit denen ist. Balthasar Geld wäre auch fast gestorben an einem Bluthund. Konnte ihn aber noch zum Glück zum Schluss aufhalten mit Lilias Hilfe. Also die hat ihre Magie mit in ihn kanalisiert. Wenn ich mich nicht täusche, kann auch Alaria gewesen sein. Aber ich meine, das war Lilias. Denn durch diese Unaufmerksamkeit, die dann entstand bei Lilias, kam sie in diesen Zweikampf mit den Dämonen. Und da bin ich jetzt leider im Buch erstmal noch hängen geblieben. Und es liest sich jetzt, genau an dieser Stelle, wo ich bin, in diesem Satz, so, als würde Alaria jeden Moment von den Dämonen des Korn zerfetzt und aufgefressen werden. Aber die Bücher sind ja im Moment noch bekannt dafür, dass plötzlich irgendwas passiert und irgendwie den Leuten aus der Patsche geholfen wird. Deshalb weiß ich noch nicht genau, was passiert. Es ist ganz klar, dass der Kampf auf dieser Lichtung nicht das Letzte ist, was passiert. Also der Rat der Inkarnation wird überleben. Und wenn ich jetzt mal so einen ganz wilden Twist mir vorstelle, ist es, dass Grimgorg Eisenpelz plötzlich mit einer riesigen Ork-Horde dort auftaucht und die ganzen Korndämonen klatscht. Denn Grimgorg Eisenpelz ist ja, Achtung Spoiler, die Inkarnation der Bestie. Und ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt auch sehr zügig in die Geschichte integriert wird. Und nochmal für die Rettung irgendwie sorgt. Weil irgendwie muss es ja auch dann sinnvoll sein, dass die Menschen, Elfen, Zwerge sich mit Orks verbünden, auch wenn das zwar fragliche Verbündete sind. Aber die helfen natürlich auch, die Welt dann zu bewahren. Oder versuchen dies zumindest. Ja, und das ist dann die Stelle, in der ich bin bei den Endtimes. Dieses mit der Zuflucht, was genannt wurde, ist spannend.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich alles schon im letzten Video erzählt habe und was ich dem Balduin erzählt habe. Weil diese Zuflucht ist ja so eine Sache. Es gibt auf der letzten Seite ja diesen Satz, in diesem todesenden Mahlstrom des Chaos übersehen die sich vor Langeweile abwendenden Götter des Chaos eine ganz kleine, helle Lichtquelle, die immer mehr an Macht gewinnt. So, also jetzt mal frei interpretiert vom Inhalt. Aber da steht halt da drin. Und dann haben wir zum Beispiel diese Sache mit dieser Zuflucht. Also wie so eine Parallelwelt, eine magische. In der halt das Gute dann, also die Mächte der Ordnung dann Fuß fassen können. Und die andere Sache, die mir dann natürlich ganz klar vor Augen kommt, was ist eigentlich mit Archeron? Also der Vorsturm der Skaramor, der am Anfang des Buches ja genannt wurde, der wurde von Scar Bloodwrath geführt. Und der Imperator war kurz davor, Archeron anzugreifen, ganz am Anfang, als die noch in Averheim waren. Danach wurde von Archeron nichts groß gesagt. Was ist denn jetzt, wenn sich Archeron einfach verarscht vorkommt, weil er wollte ja, glaube ich, eigentlich nur regieren für die im Namen der dunklen Götter. Und jetzt zerstören die dunklen Götter einfach die Welt, über die er regieren sollte. Und irgendwo ist Archeron bestimmt auch noch tief in sich drin ein habgieriger Mensch. Was ist denn jetzt, wenn Archeron sagt, nee, ihr habt mich verarscht, finde ich scheiße. Und nimmt sich Galmaras, den Hammer des Sigma, den er ja dem Imperator abgenommen hat, nimmt sich den, nee, gar nicht an dem Imperator, Quatsch, dem getöteten Volt, und hat er den abgenommen, nachdem der ihn vom Imperator bekommen hat. Jetzt wird Juros. So. Und er nimmt diesen und fokussiert die ganze Macht, die dort drin ist, von Sigma noch, und schafft dann, dieses Licht zu erzeugen. Vielleicht wurde er ja auch getäuscht von Sinch. Denn die Chaosgötter wussten, dass dieser ewig Auserwählte der Auserwählte ist, der das Chaos beenden sollte. Vom Schicksal her. Und die haben ihn dann so manipuliert, dass er für das Chaos alles zerstört. Vielleicht ist er es ja, der durch seine Energie, durch diese göttliche Kraft, den letzten Rest, den ganz, ganz letzten Rest der Welt bewahrt und dann das Chaos mit seinem Einfluss, also diesen ganzen Mahlstrom, bekämpft und vertreibt. Der dann dafür sorgt, dass die Welt wieder erweckt wird, sozusagen. Zwar anders, optisch, die Gebiete sind anders, es ist überall irgendwo noch ein Einfluss vom Chaos und sowas. Aber der dann halt so vom Antagonisten zum Protagonisten wird und das Ganze neu aufbaut, weil er sich einfach verarscht vorkommt. Weil er von den dunklen Göttern hintergangen wurde. Er wollte nur regieren und dieses wurde ihm genommen. So, zack. Das ist doch mal eine Idee. Oder? Archeron ist das neue Licht im Imperium. Blasphemie wohl. Ich weiß, es ist alles farfetched, aber es könnte doch, theoretisch. Ich bin mit dem Buch noch nicht durch. Es gibt bestimmt einige, die mit dem Buch durch sind und jetzt sagen, ach du blöder Blödmann, was interpretierst du da rein? Das stimmt doch. Der wird doch getötet von irgendwem. Wenn sowas ist, wenn der getötet wird, ja, natürlich, dann passt das nicht. Aber Habor, das weiß ich ja noch nicht. Ich bin ja noch nicht so weit im Buch. Ich bin ja erst in Kapitel 4. So, ja. Eben wollte ich eigentlich beim GW sein und wollte mir eigentlich ein Dämonenprinzen-Kit besorgen. Was ist? Die haben zu. Toll. Konnte ich natürlich dann nicht. Leider, leider, muss ich auf eine Art und Weise sagen, denn ich wollte eigentlich in diesem Dämonenprinz-Kit die Axt des Prinzen, die ich habe, und die anderen Sachen nutzen, um dann so einen kleinen Blutdämonen zu erschaffen.
Aber irgendwie hat das dann doch nicht ganz so geklappt, weil der Laden in dem Moment, als ich da war, nicht offen war. Warum auch immer. Also es war offizielle Ladenöffnungszeit, aber es war halt einfach keiner da. Man weiß es nicht. So, und jetzt haben wir hier Bits. Bits vom Imperium. Denn ich habe dort hinten ja noch die 12 unbemalten Armbrustschützen stehen. Und dort sollen dann noch 10 Schützen hinzukommen, die eine längere Linie erschaffen. Also eine 11x2 Linie, die dann so eine Schützenlinie bilden. Das ist genau wie bei den Ironsides, also bei den Musketenschützen, die ich habe. Da soll das ja genauso sein. Ich habe jetzt 5x2 und mache jetzt nochmal 5x2. In dem Falle dann aber mit einem Kommando auch dabei. Das Kommando besteht bei den Musketenschützen in der zweiten Linie, denn die Ironsides sind ja abgekniet. Und optisch macht es einfach keinen Sinn, wenn das Kommando in der ersten Linie steht und dahinter die Linie kniet. Daher so rum. Naja, also das heißt, der Beschuss wird jetzt nochmal aufgebaut. Denn mir ist aufgefallen, ich habe 2000 Punkte, ja, aber für diese 2000 Punkte habe ich bis auf die Kriegsmaschinen relativ wenig Beschuss. Bis auf die Kriegsmaschinen habe ich meine Pistoliere, 6 Stück, 6 Armbrustschützen und 10 Musketenschützen. Und dann maximal 10 Jäger. Aber wenn die Jäger so aufgestellt werden, wie ich es aktuell mache, in 2 Fünfergruppen, reißen die nicht viel. Und ich kann die eigentlich gar nicht guten Gewissens so richtig zum Beschuss dazu zählen. Deshalb liegt der Fokus jetzt auch ein bisschen darauf. Hier beim Basteln. Denn ich habe hier 16. Oder? Nee, gar nicht. Quatsch. Erzähle ich. 12. 12 Bogenschützen. Aus den Freischärler-Teilen. Und diese 10 Armbrustschützen aus den normalen Schützenteilen des Imperiums. Da muss ich jetzt gerade mal so ein bisschen rumsortieren. Denn ich, Trottel, hab das natürlich zusammengeschmissen. War jetzt blöder Fehler. Aber it happened. Und da muss ich mich jetzt noch ein bisschen mit arrangieren. So, das sind rechte und linke. Da haben wir noch eine Armbrust. Hier haben wir noch einen Arm. Hier noch einen lang ausgestreckten Arm. Es gibt ja bei den Freischärlern 2 verschiedene. Arme mit Bögen. Einmal etwas ausgestreckten, den man einfach im Prinzip nur hält. Und einmal einen, wo es aussieht, als hätte der dann wirklich angelegt aufs Ziel oder gerade den Pfeil losgelassen. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch die rechten Hände, so dass der Pfeil tatsächlich gerade losgelassen wurde von dieser Hand. Oder eben mit einem Pfeil in der Hand. Und die Teile nutze ich dann, kombiniere ich schön, um meine Bogenschützen so hinzustellen. Dann ist natürlich jetzt die Sache, wie stelle ich die auf? 12 Stück. 6x2 habe ich komplett volle Schuss. Stelle ich sie anders auf, kann ich Salvenfeuer nutzen. Weiß ich nicht. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher, wie ich das mache. Das ist auch eine Armbrust. Ich glaube nämlich, ich stelle sie erstmal 6x2. Dann hoffe ich, dass es die Freischärler in Zukunft auch noch geben wird. Und ich die dann ein wenig ergänzen kann. So dass ich dahinter nochmal 12 stellen kann, dass es 24 sind. Und ich 12 plus Salvenfeuer 50% dahinter habe, was dann ja. Was sind denn die Teile so? Das macht doch keinen Sinn. Was dann ja
insgesamt 4, 18 Schuss werden. Bei nur 6 bereit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt geht es nämlich daran, die ganzen Teile zusammenzusuchen, was noch hin muss. 8, 9 und der eine war so, ne? 3, 6, 9, ja genau. Dann habe ich hier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Köpfe, die ich nutzen kann. So, Teile sortiert. Soweit, so gut. Jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bögen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Arme. Das heißt, ich kann mich entscheiden, ob ich einen Arm nehme, der einen Vogel in der Hand hält, oder ob ich einen Arm mit einem Schwert nehme für den Chef. So. Ja. Ich weiß, Organisation ist so eine Sache für sich. Das ist nicht immer bei allen gleich gut. Aber ich versuche, das Ganze so organisiert wie möglich durchzuziehen. Damit es für euch nicht so langweilig ist. Während ihr dann mir quasi lauscht und eure Sachen macht. Die ihr hoffentlich auch macht, oder? Macht ihr da gerade? Also ich mache gerade. Und ich würde wetten, selbst wenn ihr das Video guckt, mache ich gerade. Also wenn ihr das Video direkt am Mittwoch schaut, könnt ihr mir vorstellen, mache ich gerade die Bihan-Kämpfer fertig. Wenn ihr das am Donnerstag schaut, könnte es, zumindest im Vormittagsbereich, nachmittags bin ich arbeiten, sogar so sein, dass ich gerade mich um die Demi-Greifen kümmere oder dass ich hier an den Schützen weitermache. Naja, gleichsam ernährt sich das Möhrchen. Ach, Leute. Und es wird eigentlich auch schon wieder Zeit, Grüße loszuwerden. Wobei es natürlich immer schwierig ist zu grüßen, wenn man so viele Leute hat, die man grüßen müsste. Ich glaube, ich lasse das einfach mal diesmal, oder? Ich grüße mal keinen. Sonst fühlt sich auch hinter keiner beleidigt, weil ich ihn dummerweise vergessen habe. Ich hoffe, das versteht ihr. Und ich hoffe natürlich auch, dass es euch allen gut geht da draußen. Ihr alle seid das Hobby. Ihr alle seid der Grund, warum ich diese Videos mache. Und wenn ich jetzt mal so gucke, jedes Video hat knapp 100 Aufrufe. Also jetzt im Durchschnitt. Es gibt welche mit 130, 140 Aufrufen. Es gibt aber auch nur welche mit 70. Also im Schnitt 100 Aufrufe. Angenommen, jeder guckt dieses Video einmal. Das sind 100 Leute. Alter, was geht bei euch? 100 Leute gucken meine Videos? Kann ich mir echt nicht vorstellen. Oder klicken manche Leute das Video mehrfach an? Von euch da draußen. Guckt ihr meine Videos mehrfach oder nur einmal? Mich immer interessieren, wie die Klicks so zustande kommen. So. Ja, Teile entgraten ist spannend. Teile entgraten macht Spaß. Ich freue mich. Aber davon ab, wenn ich das überlege, reicht sogar schon fast.
ich möchte euch ja nicht zu sehr flashen mit diesen Videos. Ich möchte immer nur ein bisschen dafür sorgen, dass ihr ein bisschen Begleitung habt. Viel Begleitung bekommt ihr auch durch den Waldschrat und durch den Balduin. Mit zum einen den Let's Plays vom Waldschrat und mit dem Maltischgebabbel vom Balduin. Ja, da habt ihr auch immer was zu gucken und euch beim Hobby zu begleiten. Ich denke, eigentlich, dann ist sogar fast jetzt Zeit für euch zu gehen, für mich, sich zu verabschieden und hier noch diese ganzen Schützen weiterzumachen. Was machen wir nächste Woche? Ich weiß es nicht. Wenn alles klappt und mit der Lieferung gut geht, zeige ich euch die Festung, wenn alles klappt. Vielleicht gibt es wieder ein paar Gäste in meinem Video. Und hoffentlich kann ich die Endtypes weiter zusammenfassen. Für euch. Wenn das nicht klappt, ist natürlich schade. Deshalb sage ich noch nicht zu, dass ich es mache, sondern es ist so, vielleicht gibt es das. Vielleicht mache ich dies, vielleicht mache ich das, vielleicht mache ich jenes. Vielleicht auch einfach nicht. Wir schauen mal. Lasst euch einfach mal überraschen, was nächste Woche passiert. Ich lasse euch ja wahrscheinlich sowieso jede Woche neu überraschen. Und es hat mir natürlich wie immer Spaß gemacht, ein Video zu produzieren für euch. Ich muss ein bisschen rummotzen. Was mir noch mehr Spaß machen würde, wäre ein Video zu produzieren, wo ich noch mal ein bisschen mehr auf Wünsche eingehen kann. Auf eure Wünsche. Zeig doch mal dies, mach doch mal jedes. Klar. Gerne. Aber auch so ist es natürlich immer schön, ein Video zu machen mit dem Wissen, das gucken Leute, während sie unser Hobby betreiben und begleiten mich dabei. Und es sind bestimmt einige bei euch dabei, die diese Videos regelmäßig gucken und die auch ein Stück weit mit auf diese Reise gehen, auf die ich mich dann gemacht habe vor... Gott, welche Folge ist denn das überhaupt jetzt? Warte mal, ich muss mal nachgucken. Wo ist denn hier der Ordner mit den... Genau, das ist jetzt die 70. Folge. Also auf diese Reise, auf die ich mich begeben habe, vor jetzt 70 Folgen. Und war es echt schön, das so für sich, so im Gefühl zu haben, so dieses, du hast was bewegt schon. Einige User, die ich mir öfter dann auch mal angeguckt habe, die sich echt entwickelt haben. Und es macht Spaß, das zu sehen. Besonders Spaß macht es, das zu sehen, wenn sie dann auch sagen, pass mal auf, ich habe mir ein bisschen was von dir abgeguckt oder ich konnte mit deinen Tipps was anfangen. Und dann sieht man, jo, deshalb sind die besser geworden. Das ist cool. Das macht richtig Spaß, das dann auch mitzukriegen. Und genau dafür machen wir das doch, oder? Jetzt seid doch mal ehrlich. Genau dafür mache ich das und genau dafür guckt ihr euch die Sachen doch auch an. Um für euch auch was rauszuziehen. Sei es Begleitung, sei es Tipps, sei es besser werden im Hobby. Und es macht einfach Spaß. So. Jetzt ist es raus. Das soll es dann aber auch tatsächlich für heute sein. Das war das Maltisch am Mittwoch. Vom 25.03. Das war mir wie immer eine Freude. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir das auch gerne mal kundtun, weil dann weiß ich, welcher Stil vom Video euch am besten gefällt. Bisschen malen, bisschen basteln, bisschen spielen oder mehr basteln, malen, spielen, mehr basteln, mehr malen oder was auch immer. Also seid nicht scheu, lasst ruhig mal eure Bestätigung da, dass euch das gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Maltisch am Mittwoch. Und wenn das nicht zu verquer gedacht ist,
müsste das sogar der 1.4. sein. Der 1. April. Und glaubt mal, das wird kein Scherz. Also, macht euch eine schöne Woche. Seht zu, dass ihr ein paar Miniaturen zurechtkriegt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal beim Maltisch am Mittwoch mit mir, Dizzyfinger, am 25.03. Bis dahin, auf Wiedersehen.